Hier, EM, und jetzt geht's weiter. Was steht uns heute bevor? Roxania City, Pokémon Arena. Arena der Koga, der giftige Ninja-Meister. Gut, sind unsere Pokémon schon geheilt? Jawohl, ich habe mich schon gut vorbereitet. Sehr schön. Gut, da es eine Giftarena ist, werden unsere Pokémon häufig vergiftet werden. Deswegen setze ich Relaxo an die erste Stelle. Aus dem Grund, weil Relaxo sich mit Erholung immer wieder heilen kann. Hey, warte, du Champion in Spee! Die Arena von Fuxania City ist voller unsichtbarer Mauern. Du kannst Koga sehen, ihn aber nicht erreichen. Du musst nach Lücken in den unsichtbaren Mauern suchen. Komisch, ich sehe sie komischerweise. Hier ist eine Mauer, hier ist eine Mauer, hier ist eine Mauer, hier ist ein Trainer. Kannst du gegen meine Spezialtechnik bestehen? Ja, selbstverständlich. Das Komische an der Arena ist, es ist zwar eine Giftarena, aber viele setzen hier trotzdem Psycho-Pokémon wie hier zum Beispiel ein Traumato ein. Was ich nicht verstehe. Zudem heißt dieser Orden, den man bekommt, Seelenorden. Was ich auch nicht verstehe, weil was hat eine Seele mit Gift zu tun? Das hätte man für Sabrina, also der Gift. Der Psycho-Arena da drin besser verwenden können. Ich glaube, dass hier irgendein Fehler gemacht wurde, dass die Orden jetzt so vertauscht wurden. Also, dass der von Koga jetzt Seelenorden heißt und dass der von der Sabrina jetzt Sumpforden heißt. Und hier ist wieder ein Psycho-Pokémon, also im ersten Blick kann man meinen, das wäre eine Psycho-Arena, wenn man da ohne die Schilder zu lesen einfach reingeht. Und ein Noob ist. Aber na gut. Du hast mich reingelegt! Warum habe ich dich reingelegt? Verstehe ich nicht. Der Erfolg hängt nicht von der Stärke deiner Pokémon ab. Es kommt auf die Strategie an. Intelligenz obsiegt über rohe Kraft. Ja, das ist so ein Sport, den hätte man auch in der Psycho-Arena, in einer Psycho-Arena einbauen können. Und er hat einen Hypno, glaube ich, ja. Auch wieder ein Psycho. Naja, okay, wir müssen unsere Relaxo heilen, deswegen jetzt Erholung. Relaxo hat eine hohe Spezialverteidigung. Deswegen ist es auch wieder ein Vorteil, mit ihm in dieser Arena zu kämpfen. Außerdem müssen wir es eh noch trainieren. So, jetzt kommt die Pokéflöte. Okay. Greift er mit physischen Attacken an, sowas, aber auch was, das sieht noch weniger ab als seine Konfusion oder sowas. Ja, vielleicht ist der Hypno, ja, Konfusion ist Step auf vom Gegner, deswegen zieht es mehr ab als die Kopfnuss. Und ich glaube, Hypno spielt auch mehr als auf Spezialangriff als auf normalen physischen Angriff, so wie unser Relaxo. Okay, Jungler wurde besiegt. Was? Außerordentlich! Also ich kann die Mauer schon sehen, ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr näher ran seht. Hier ist zum Beispiel wieder eine Mauer und hier. Das ist halt beim Gameboy war das damals noch schwerer zu erkennen, aber heutzutage mit Emulatoren sieht man das besser. Ich möchte später einmal ein Ninja werden! Man geht nach Japan. Oh, bist du ja schon. schon mehr mit dir kämpfen. Und schon wieder ein Psycho-Pokémon. Gut, wieder heilen, obwohl eine Kommission hält noch aus. Stärke! Ja, aber Relax ist langsamer. Merke ich jetzt gerade. Bam, one hit kill! Ja, der Step drauf auf Stärke. Und Level up für Relax. Jetzt heilen wir es auch gleich. Ach ja, ich glaube dieser Trainer, der wechselt seine Pokémon auch manchmal aus. Konfusion schreckt mich nicht ab, wir haben jetzt Erholung. Und heilen unsere Lachse wieder. Und jetzt noch die Pokéflöte. Aussetzer geht daneben, okay. Sinn. Okay, wie ich sagte, er tauscht seine Pokémon auch manchmal aus. Das hat er jetzt gerade getan. Zünden Sie dann Headbutt, BAM! Ach, Headbutt ist irgendwie stärker als Stärke, kann das sein? Ach, naja, ist nicht so schlimm. Vielleicht ist deswegen ein Traumato in dieser Arena, weil es Giftbeutel kann. Ah,
aber ist egal. Wir können es ja immer mit Wiederholung heilen. Und Headbutt! Oh. Nicht der, ich zuerst, bitte. Palaxus, Schädel ist viel härter. Ich habe verloren. Meister Korra unterweist mich in der Kunst des Ninja-Kampfes. Der Einsatz von Pokémon ist eine sehr alte Ninja-Tradition. Uiuiui. Ein Dompteur haben wir hier diesmal, ich glaube eine neue Trainerart. Oh, endlich mal ein gescheites Gift-Pokémon, ein Arbok. Und wieder... Ach, ich vergesse, dass Relaxo immer der langsamste ist. Brrrr, Headbutt. Gift schreckt mich nicht ab. Headbutt. Ach ja, Relaxo kann auch Body Slam, das habe ich auch vergessen. Bam. Okay, dann setzen wir jetzt mal Body Slam ein. Sandama ist eigentlich auch kein Gift-Pokémon, sondern ein normal. Nee. Boden ist es. Also verstehe nicht, warum ihr ein Sandama soll. Ja, vielleicht wegen den Stacheln kann man vielleicht daraus ableiten, dass es irgendwie ein Gift-Pokémon ist. Ja, paralysiert, sehr schön. Body Slam! Der Lachs war jetzt einmal schneller, und zwar weil Sandama paralysiert war. Ja komm, einen Angriff hältst du noch aus. Ja, Giftstachel fällst du locker. Aus. Bam! Paralyse, bitte! Schade. Okay, jetzt Wiederholung. Ach scheiße! Schreck zurück! Okay, 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 okay. Keine Panik, keine Panik. Machen wir es wieder klassisch. Mystics Arbok gegen Ash Pikachu. Oh, zum Glück geht Giftblick daneben, weil Giftblick paralysiert unser Pokémon. Volltreffer! Level 38 für unsere Relaxo. Langsam erreichen unsere Pokémon ein richtig geile Level. Verdammt! Unsere Relaxo hat nur noch 22 KP. Ja, egal, latsch mal einfach mal weiter. Relaxo hat irgendwie schon genug KP. Bleib stehen! Frustriere nicht die unsichtbaren Mauern. Kein bisschen, ich sehe sie. Echt geile unsichtbare Mauern. Und schon wieder ein Nicht-Gift-Pokémon. Naja, vielleicht haben sie es reingetan, weil ich dann damit Giftstachel kann. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass die machen. Ja, Top-Genesung, warum nicht? Halt die KP unseres Pokémon und gleichzeitig die Vergiftung. Ist aber das teuerste Heil-Item. Oh, das tut weh. Bam, Body Slam! Ja, voll! Scheiße! X-Treffer! Wo ist X-Treffer? Hier! Verdammt, das macht das glaube ich die ganze Zeit! Ich glaube, wir müssen mal wieder neue X-Treffer kaufen! Bam, Body Slam! Ah, ich finde die Body Slam Attacke extrem geil gemacht. Da kann man richtig die Wucht fühlen. Paralyse. Boah, what a kill, heftig. Oh, er hat dich besiegt. Und hier ist, glaube ich, der letzte, den wir noch zu bekämpfen haben. Korra ist der Nachfahre einer Reihe legendärer Ninja-Kämpfer. Wer sind deine Vorfahren? Die Germanen. Jongleur möchte kämpfen. Heilen wir unsere Lack zu viel mit Erholung. Ach, jetzt ist es verwirrt durch die Konfusion und verletzt sich selber. Toll, toll. Ach, ich kiss jetzt einfach mal. Scheiße. Okay, auswechseln. Dieser Flotte ist Level 33, what the hell? Okay, dann trainieren wir danach mal unser Visa Flop, wenn wir diese Arena hier abgeschlossen haben.
Jetzt ruft er auch sein Pokémon zurück und holt stattdessen Hypno. Surfer, der ist noch Step drauf. Ich müsste ungefähr 100 HP abziehen. Also von der normalen Stärke her. Und jetzt tauscht es wieder aus. Entscheide dich mal! Schade, dass bis keine Unlichtattacke in dieser Generation ist, weil sonst hätte ich sie eingesetzt. Weil damals gab es noch den Typ Unlicht noch nicht. Kam erst ab der zweiten Generation dazu. Ebenso wie der Typ Stahl. Surfer! Der schreckt mich nicht ab. Ich befürchte, dass es austauscht, setze ich nochmal Surfer ein. Und tschüss, Traumato! Träum schön, haha! Hypno! Ja, ich würde so gerne diese Fly setzen, aber eine Konfusion von dem Hypno oder ist noch schlimm, Psychokinese vielleicht auch noch, wäre sehr effektiv gegen dieser Floor. Und das wäre nicht so schön. Und Surfer! Okay, das hätten wir. Jetzt gehen wir dann zurück ins Pokécenter und frischen uns nochmal vor dem Arena-Leiterkampf auf. Erstmal kontrollieren, ob das der letzte war. Jawohl, war er. So. Verdammt. Scheiße, dass es keine Tourbetreter gibt. Immer wenn ich die B-Taste so vor mir sehe, dann denke ich mir das. Willkommen im Pokémon Center! Wir haben deine Pokémon und haben sie wieder fit! Schnauze! Ran in die Arbeit! Nicht quatschen! Ist ja noch schlimmer als der alte Oma. Wenn man zum Beispiel beim Arzt ist oder so und dann sitzt neben einem so eine Oma und die quatscht einem voll von ihrem Leben und so. Nur ein Beispiel, muss nichts bedeuten. Nichts gegen alte Omas. Gut. Für den Kampf setzen wir natürlich unser Dieterfloor nicht ein. Außer er setzt natürlich ein Gift-Pokémon ein. Dann wäre nämlich unser Dieterfloor nicht vergiftet, weil Gift-Pokémon können jetzt vergiftet werden. Gut, dann los geht's! Ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus. Wie du willst, erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. Aber mein Schlaf und Giftattacken sollst du verzweifeln. Koga! Vier Pokémon besitzt er. Und ich weiß auch welche. Blutzack, 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 Omat. Ja, ihr seht, seine Pokémon sind überirdisch, die Level von seinen Pokémon. Und sein Blutzug am Psychokinese, what the fuck? Ja, Relax hat eine hohe Spezialverteidigung, deswegen. Stärke! Gut, Glück gehabt, dass wir das Toxin daneben ging. Das ist nämlich die stärkste Giftattacke, die es gibt. In dieser Generation zumindest. Mittlerweile gibt es schon stärkere als Toxin. Ja, obwohl Blutzug kein Gift-Pokémon ist, setzt es Psychokinese ein. Was, Level 46? Jetzt merke ich es erst. Warte, hey! Wie overlevelt sind die? Und was ist das jetzt? 48? Tatsache, fuck! Da hat er Ober Level 50, schätze ich mal. Ne, das wäre ein bisschen abartig. Und BAM! Body Slam! Jetzt bin ich gespannt. Wenn es 50 hat, dann ist es overlevelt. Und zwar extrem. Fuck! Es hat Level 50. Also in der blauen und roten hatten die noch 40 so. Und da hat er einen Smogmog Level 42, glaube ich. Aber 50! Overlevel! Overleveling. Ja, okay, müssen wir Glurak mit einer Feuerattacke ranlassen. Irgendwie geht Toxin immer daneben. Naja, gut für uns. Ich muss lachen, ey. Wie wenig zieht es ab? What the fuck?
ist kein Doppelteam. Na geil. Und wir haben keinen Extreffer mehr. Bitte verbrenne! Volltreffer, das ist schön. Jetzt setzt er einen Trank ein, schätze ich mal. Nein, kein Trank, na okay. Ein Treffer noch. Yes, man! Damit gehört der Seelenorden uns. Na sowas, du bist ein würdiger Kämpfer. Ich reiche dir den Seelenorden. Haut gewinnt 4950. Nun, weil du Träger des Seelenordens bist, wird die Abwehr deiner Pokémon steigern. Ferner kannst du selber auch nun außerhalb von Kämpfen nutzen. Bitte nimm mal dieses Geschenk. Das ist Toxin, was wir hier bekommen. Es ist eine mehr als 400 Jahre alte Technik. Gut, und jetzt können wir auf Server verwenden. Ja. Jetzt haben wir Unmengen von Möglichkeiten, weil es gibt viele Serverstellen, wo Items und Trainer sind, die wir noch nicht bekämpft haben. Willkommen Pokémon Center, wir wollen Pokémon machen sie wieder fit. Ja, Schnauze. Einfach mal eine Ohr zu reden, bitte. Din, 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 din. Danke, deine Pokémon sind wieder fit. Komm jederzeit wieder vorbei. Das muss ich leider. Aha, was haben wir hier noch? Ja, wir wollten dieser Flot trainieren, genau. Aber ich weiß auch eine Stelle, wo wir es gleich trainieren können. Und zwar hier unten. Vor dem Schwimmen muss ich mich noch aufwärmen. Echt, hier ist ein Haus. Wusste ich gar nicht, dass hier ein Haus ist. So, Schwimmer möchte kämpfen. Und er setzt uns den Dach ein. Na toll, da ist unser Bisasclaw ein bisschen nutzlos, aber macht nichts. Wir haben immer noch Rasierblatt. Was nicht sehr effektiv, willst du mich verarschen? Den Dach ist doch vom Typ her noch Wasser. Das heißt, es müsste das dann normal effektiv sein. Oder zählt Gift zweimal, wenn es angegriffen wird, oder sogar viermal. Ach egal. Irgendwie ist das mit den Typen in dieser Generation etwas komisch. Naja, Level Up für Bisasclaw. Wann lernt Bisasclaw eine neue Attacke? Ich glaube, die nächste Attacke, die Bisasclaw lernt, ist Solarstrahl, oder? So, ja, endlich mal ein sehr effektiver Treffer. Darauf hat mein Bisasclaw nur gewartet. Und tschüss! Gut, den hätten wir. Wunderbar, jetzt ist mir warm. Schwuchtel. Warte, sonst bekommst du einen Herzinfarkt. Was willst du damit sagen? Naja. Egal. Goldini! Ja, mit dem, ja, es quatscht ein bisschen, weil die Kämpfe sind gerade nicht so viel, nicht so spannend gerade. Ja, Yu-Gi-Oh! Muss ich noch weiter, also viel weitermachen, weil Yu-Gi-Oh! Haben wir gerade mal einen Bruchteil von einem geschafft. Oder sag mal ein Viertel. Ein Viertel haben wir ungefähr geschafft von Yu-Gi-Oh! Pokémon haben wir schon mehr als die Hälfte fertig. Und ja, wie gesagt, nach Pokémon kommt Modern Warfare 3 und Minecraft werde ich weitermachen. Und nach dem kommt Pokémon Schwarz weiter. Und ich glaube, ich bin mit dem Team Fortress wieder weiterzumachen. Also, ja. Lass mich überraschen. Gut, was gibt's noch? Es ist der 1.1.2012. Gut's Neues, übrigens habe ich noch gar nicht gesagt. Und das ist in diesem Haus. Hi, hast du Hunger? Wir haben heute Burger im Angebot. Ja, ich liebe Burger, besonders beim Burger King. Ach, ich liebe die Burger von Burger King. Was ist euer Lieblingsburger bei Burger King? Schreibt doch mal einen Kommentar, würde mich gerne interessieren. Sieht wie eine Maschine aus. Also meine ist der ist Double Steakhouse, der schmeckt so endgeil. Ich bin davon, naja, zwei habe ich mal gegessen und dann reicht's mir auch, weil die sind so extrem groß. Aber nur der Burger King macht echt geile Burger. Der McDonald's, der macht immer so Kiddie-Burger, die kleine Kinder nur essen können.
Gut, dann machen wir jetzt so, wir klemmen jetzt alle Routen ab, wo wir Surfer verwenden können. Und ich weiß auch schon eine. Haben wir mittlerweile 30, nein, 26, ich will mal den Detektor holen, deswegen wir brauchen noch 4 Pokémon. Deswegen laufe ich einfach mal durchs Gras, vielleicht finden wir ein Pokémon, das wir dann fangen können. Ja, Knuffenzer haben wir noch nicht. Versuchen wir es mal zu fangen. Rasierblatt wird 100%ig überleben, weil Rasierblatt nur ein Feld von dem Ganzen abzieht. Selbst mit dem Volltreffer. Dein Giftpuder bringt dir nichts, weil dieser Flow ist Gift und ist daher schon in Anführungsstrichen vergiftet. Einmal geht noch. So, und dann schmeißen wir auch gleich einen Ball. Ach, weißt du was, langweilig ist mein Visaflor, deswegen schläft auch ein. Gut, dann schmeißen wir jetzt einen Ball. Knuffenzer wurde gefangen. Nein, kein Spitznamen, ich bin jetzt so der Fan von, habe ich euch schon gesagt. Ja, dich haben wir schon. Den EP-Teil möchte ich mir übrigens auch holen. Aber für den EP-Teil müssen wir 50 verschiedene Pokémon fangen. Das heißt ein Drittel von allen Pokémon. Scheiße, ich hab mich vertippt. Okay, ich tausche wieder aus und hole wieder Visaflor, so hat das keinen Sinn. Ja. Langweilig. Lass mir was einfallen. So. Pokeflöte. Warum kämpfe ich eigentlich? Das haben wir eigentlich schon, ne? Na egal, kämpfe ich halt einfach. Nee, tue ich nicht. Flucht. So, was ist hier? Mirapler. Haben wir schon Mirapler? Ich glaube schon, ne? Wir haben eins wegen Zerschneide. Ich schau mal schnell im Pokédex nach. Mirapler. Ne, wir haben kein Mirapler, aber dafür ein Duflor. Lol. Okay, lass uns gut sein. Wir finden bestimmt noch auf dem Wasserroute ein paar Wasser-Pokémon, die wir noch fangen können. So. Was kann ich euch noch? Was können wir noch ein bisschen quatschen? Mir fällt gar nichts ein. Mir ist so, mir fällt nie was ein, was ich quatschen kann. Ja, egal. Wir sind eh gleich da bei dem Ort, wo wir den Surfer brauchen. Dort findet man eine TM, die gar nicht so schlecht ist, also ja. Also besonders stark ist die Attacke nicht, aber sie ist halt sehr gut, sag mal so. Denn falls man Geld braucht, sollte man hier hingehen, da findet man einen TM namens Zaltag. TM 16. Die kann man einem Pokémon beibringen und ja. Zaltag habe ich euch schon erklärt. Wenn das Pokémon Zaltag einsetzt, kriegt ihr nach dem Kampf Geld. Eigentlich müsste Team Rocket davon Unmengen Mautzis dann eigentlich haben. Also wirklich Unmengen statt Smogons und so, weil die sind ja irgendwie geldgeil. Gut, wo gibt's noch so einen Surferort? Ja, ich habe einen und zwar fliegen wir jetzt mal nach Azuria City. So, hier sind wir. Steigen auch gleich aufs Fahrrad. Ja, und surfen mal hier nach unten.
Scheiße, das ist der Mew-Trainer. Scheiße. 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 Hab ich völlig vergessen. Ah, ich hab den Mew-Trainer angesprochen. Naja, dann kann ich es euch eben nicht zeigen, wobei ich habe da noch ein Safe State, einen anderen. Also ich habe mir nicht alle Saves übersprungen, ich habe hier noch ein paar andere Safe States. Scheiße, habe ich echt den Mew-Trainer angesprochen. Vielleicht sollten wir Mew gleich fangen, damit wir das hinter uns haben. Und dann mache ich das als vorproduziertes Special, genau. Ich glaube, das mache ich auch dann. Pika! Bam! Na, so schlimm ist es nicht, ich habe immer noch mehr Safe States. Und wir hatten ja immer die Möglichkeit, Mew zu fangen, also nicht so schlimm. Ich habe wohl doch nichts gesehen. Boah, scheiße, ey. Okay, ja, wir hätten das mehrere Plus zwar fangen können, aber ist es eh egal. Nein, ich fang dich nicht, Mirafler. Lass mich in Ruhe. Surfen wir wieder, so. Nächstes Mal schwimmen wir nach Süden. Jetzt sind wir wieder in Azuria City. Und hier ist die Azuria-Höhle. Wir können leider noch nicht rein. Die Azuria-Höhle. Dort leben extrem starke Pokémon. Nur Pokémon-Liga-Champions ist der Zutritt erlaubt. Okay. Gehen wir einfach mal hier lang. Und das ist eine Trainerin, die wird in sehr vielen Let's Plays übersehen, weil die niemand anspricht, und zwar hier. Ich bin hier, um Pilz-Pokémon zu fangen. Göre möchte kämpfen. Hallo, Paras. Ja gut, dann lass mal relaxen mal ran. Oh, Blutsauge. Kovnas! Level 35 für Bisonflor. Und Bottle Slam! So, das ist die Waldentwicklung Parasek, kennen wir aus der Safari-Zone. Komisch, mich wundert, dass sie keine Pilzspore einsetzen. Bonnie Slam! Level 39. Ah, meine Pilz-Pokémon sind ja so süß. Wirklich? Naja, Geschmackssache. Warum speichere ich? Angewohnheit, naja. Ich habe meine Finger nicht unter Kontrolle, jetzt sind sie automatisch auf Speichern gegangen. Gut, dann gehen wir mal zum Kraftwerk. Und fangen dort ein legendäres Pokémon, im nächsten Part allerdings erst. So. Willkommen im Pokémon Center, wir haben deine Pokémon und machen sie wieder fit. Oder soll ich ein Special? Also, nee, das mache ich nicht. Ich mache nur Specials von den ganzen Bugs. Also von den ganzen Spiel-Cheats in Anführungsstrichen. Ja, gut. Oder mache ich vielleicht auch ein Special? Ja, ich mache mal ein Special. Wäre, ist gar keine so dumme Idee. Ich habe so schon ein Special bei der Roten gemacht, aber egal.
oder nee, nee, ich mach kein Special. Jetzt mach ich mal kein Special, jetzt habe ich mich entschieden. Wir gehen jetzt im nächsten Part zum Kraftwerk. Oder wir gehen jetzt zum Kraftwerk und gegen ins Kraftwerk gehen wir dann im nächsten Part rein. Wir gehen jetzt nur zum Kraftwerk. Jetzt habe ich mich entschieden, so. Willkommen im Pokémon Center. Wir quatschen nicht mehr wieder voll, weil er uns so langweilig, ist und wir keine Hobbys haben. Und mein Genero steht nur sinnlos nebendran. Nur damit das Ganze ein anderes Ambiente kriegt. Und der kommt jederzeit wieder vorbei. Ach ja, vergiss nicht unser Service anzunehmen. Wir suchen unsere Website unter www.pokecenter.de. Ja, ja, selbe schön, ja. So, jetzt ist das Kraftwerk hier versteckt. Hier muss man surfen. Ich mag die Musik und ich wollte nicht singen, aber jetzt mache ich trotzdem. Hier ist auch noch ein Trainer. Der hat einen Schlurp, soweit ich weiß. Bist du auch ein Pokémaniac? Möchtest du meine Sammlung sehen? Nein. Ach, wie schön. Wie schön für unser Visaflor. Rasierblatt. Und tschüss. Ja, hier ist der Schlurp, ganz wie ich es gesagt habe. Schlurp hat viele KP, deswegen machen wir wieder die Schwächtaktik mit Giftbruder und Igelsamen. Das wäre geil, wenn dieser Flor noch wickeln könnte. Naja, egal. Rasierblatt, jetzt greifen wir an. Volltreffer und tschüss. Ja, ja, macht nichts. Kraftwerk. Gut, im nächsten Part gehen wir ins Kraftwerk und fangen Zapdos. Na, jetzt kannst du schnell hin. Okay, bis dann. Servus.